Hallo ihr Lieben, es sieht gut aus. Es sieht so gut aus. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Einfach weiter so. Nicht alle, aber immer mehr. Und was genau ich damit meine, erzähle ich euch gleich. Schön, dass du da bist. Ich bin Kirsten Schulitz. Ich lebe auf der wunderschönen Insel Teneriffa. Und ich bin Autorin und Homöopathin für Katzen. Aber auf diesem Kanal hier geht es um uns Menschen. Unter anderem bin ich Autorin von Leben auf Teneriffa. Wer auch hierher auswandern möchte, so lebt es sich hier, steht in meinem Buch. Liebe dein Leben und lebe deine Träume. Könnt ihr es sehen? Das Licht ist ein bisschen ungünstig. Liebe dein Leben und lebe deine Träume, denn jeder von uns kann seine Träume leben. Und eins meiner neuesten Variantenbücher. Einfach, natürlich, glücklich, gesund leben. Geht alles in die Richtung Liebe dein Leben. Zum Video. Es sieht so gut aus. Es sieht wirklich gut aus. Wir gehen richtig gut in die richtige Richtung, in ein neues Bewusstsein, in eine bessere Welt. Das, was ich mitbekomme, ist genau das, was ich euch jetzt sage. Es sind immer mehr Menschen, die ihren Weg erkennen, die ihr Bewusstsein erweitern, die weiter lernen, die ihr Ding machen, die ihre Berufung finden, erkennen und leben. Die Lichtkräfte, die Vorbilder. Es werden immer mehr. Es sind noch nicht die Massen und vielleicht, wahrscheinlich werden es auch nie die Massen sein. Aber es ist genau dieser Weg, dass die Menschen immer mehr erkennen. Erstens, hey, ich kann raus aus der Matrix. Ich kann machen, was ich will. Ich kann sein, was ich will. Ich kann haben, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Superkräfte, die haben wir alle. Wir müssen sie nur wieder entdecken, etc. Und das ist keine Esoterik oder spiritueller Blödsinn. Das ist das, was wir tatsächlich können. Und immer mehr Menschen erkennen das. Sie leben ihr glückliches Leben und erkennen, Hex, Hex, die Fliege ist weg, erkennen ihren Weg. Sie leben glücklich. Sie erkennen ihre Möglichkeiten, manifestieren, visualisieren. Ist so entfällt. Das ist das, was ich mitbekomme bei mir selber, in meinem direkten Umfeld, bei den Menschen, die auf dieser Bewusstseinsebene sind und im Kollektiv, insbesondere auf YouTube. Und diejenigen von euch, die jetzt sagen, wie kommst du darauf? Natürlich hängt das Ganze davon ab, wie und wo ich unterwegs bin. Wenn ich nur Angstnachrichten schauen möchte oder nur allgemeine Nachrichten schaue, dann ist genau das, was ich fokussiere, und das ist meine Welt. Oh ja, wieder eine Angstnachricht. Stimmt, ich muss ja Angst haben. Und da ist es jetzt völlig egal, ob es die allgemeinen Medien sind oder die alternativen Medien. Überall ist mal wieder Angstszenario. Aber wenn du das gar nicht mitbekommst, dann hast du gar keine Angst. Weil es passiert ja nichts. Es ist alles um. Gut, es gibt gewisse Regionen, da wird nochmal so ein bisschen, ist ein bisschen merkwürdig. So, Süddeutschland ist leider sehr betroffen. Ja, also da wird noch so geschossen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber wenn du diese ganzen Nachrichten mal weglässt, kannst du dein wundervolles Leben leben. Und wenn du dich mit den Menschen über neutrale Sachen unterhältst oder mit denen, die auf deiner Frequenz schwingen, über all das Wundervolle, dann kommt man gemeinsam weiter. Und genau das ist mein Tipp, wenn du denn möchtest. Ich hoffe mal, weil sonst würdest du wahrscheinlich dieses Video nicht schauen. Geh raus aus den angstmachenden Medien. Egal ob allgemein oder alternativ, es hat ja seinen Grund, dass die immer nur Angstkino forcieren. Geh auch raus aus diesem, in den alternativen Medien. Hoffnung! Morgen, die Erlösung, der Retter ist da, in welcher Hinsicht auch immer. Komm selber in Kraft. Ja, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen deutlich, aber genauso ist es. Die bessere Welt leben, das können wir schon längst. In dem Moment, wo man erkennt,
hey, mal, hör mal, ich kann ja ganz anders leben. Wir sind in so einer Matrix aufgewachsen, wie wir sein müssen, denken müssen, leben müssen, arbeiten müssen. Alle. Alle. Der eine ist früher aufgewacht, der andere später und wir sind alle noch auf dem Weg. Aber das zu erkennen, hey, wenn ich will, kann ich ja ganz anders leben. Ich kann meine Träume leben, meine Berufung leben. Ich kann mental immer weiterkommen. Ich kann manifestieren, was ich will und es geschieht. Und so weiter. Ich kann auswandern. Ich kann was nicht alles. Glücklich sein, Liebe leben. Tieren helfen. In Liebe leben. Das kann jeder sofort. Schritt für Schritt, das ist ganz, ganz wichtig. Und genau das bekomme ich so im Feld mit, weil ich mich so bewege. Ich habe intensiven Kontakt nur noch mit, ich sag mal, wenigen Menschen, die genau so weiterkommen möchten. Die merken, so wie ich, hör mal, wenn ich entspannt bin, in meiner Mitte bin, positiv denke, manifestiere und vertraue, dann geschehen Wunder. Tag für Tag. Kleine wie große. Ich übe es noch weiter mit dem Hexen gegen Frieden. Und dann gibt man sich gegenseitig einen Input. Hör mal, so und so habe ich gedacht, das ist geschehen. Ja, funktioniert genau so. Dieses Video habe ich gesehen, hat mir weitergeholfen. Oh ja, schaue ich auch. Und so weiter. Und genau das auf den Videos. Auf YouTube gibt es so viele, ne, vielleicht gar nicht mal so viele, aber doch, es sind inzwischen viele, richtig gute Kanäle, die diesen Weg vorantreiben. Und die Kanalbetreiber gehen natürlich genau diesen Weg. Die haben für sich selber schon erkannt, das ist der Weg. Wir können viel mehr. Die leben ihre Berufung. Die machen das, was sie lieben und helfen damit anderen Menschen aus Freude daran. Sorry, jetzt hat sie mich rausgebracht, die kleine Fliege. Und sie heben die Welt und das Bewusstsein für diejenigen, die es wollen. Und es werden immer mehr und wo ich immer mal wieder da drauf bin, die werden natürlich immer besser, weil sie auch immer mehr ihr Bewusstsein erweitern, immer mehr reifen. Und das zieht alle, die das schauen, weiter hoch in diese Schiene. Und ich sag dir, wenn du auch diesen Weg gehst, und zwar nicht abgehoben, ja, sondern vernünftig, mit Herz und Verstand, du wirst so glücklich sein, du wirst auch merken, alles ist möglich. Gutes Gegenbeispiel, ihr habt ihr recht. Das übe ich weiter. Und das ist so im Feld und das ist so wundervoll und das möchte ich euch kommunizieren. Jeder hat die Wahl, aber mein Rat ist wirklich, geh raus aus diesen Bla-Infos. Hör auf immer nur, oh Gott, was wird denn als nächstes geplant? Das ist genau das, wo man nicht weiterkommen, sondern entweder gar nichts machen, da bist du viel entspannter als diesen Kram zu konsumieren, oder hol dir die Videos, die dich wirklich weiterbringen. Gesunde Ernährung, Naturheilkunde, neues Bewusstsein, Meditation, Yoga, Spirituelles, das ganze Spektrum, und da gibt es so ein großes Angebot, so unterschiedliche Typen. Ja, dass man wirklich sagen kann, oh ja, diese Type, die passt mir, da bin ich auf einer Wellenlänge und, oder nee, der oder die andere ist nicht meins. Aber es gibt so eine Auswahl an wirklich tollen Leuten. Und genau die brauchen wir jetzt, weil sie uns komplett weiterbringen. Und wisst ihr, was dadurch noch passiert? Sie erhöhen alle die Schwingung damit auf dieser Welt, bei den Menschen und ich denke mal, ihr wisst inzwischen, dass unsere Erde schon längst höher schwingt. Die Erde hilft uns, unser Bewusstsein zu erhöhen. Und wir wissen ja überhaupt nicht, boah, was ist
das Riesige da drumherum, das, was jetzt die letzten 4 Jahre alles geschehen ist, es hatte 100%ig seinen Sinn und ich sage nach wie vor, es ist 100%ig in meister Hinsicht gut, weil wir nur damit eine Chance haben, es jetzt anders zu machen, besser zu machen, das Bewusstsein zu erhöhen, zu erkennen, was alles möglich ist, was wir alles können. Und ich sage euch was, jeder von uns kann glücklich sein, kann gesund sein, kann seine Träume leben. Und je mehr Menschen glücklich sind, in Liebe leben und dann noch etwas Positives rausbringen in diese Welt, sodass wir alle weiter lernen und wachsen, wow, umso besser ist doch unsere Welt. Ergo, die bessere Welt, das sind wir, die machen wir. Wir sind gefordert und wir können das und es macht so einen Spaß, das mitzumachen und zu erkennen, ja, das geht, es funktioniert, wie toll ist das denn? Wie doof habe ich denn vorher gelebt und jetzt Schritt bei Schritt ändere ich das und es ist wundervoll. Und diesen Weg, doch sind es Vorreiter, Vorbilder. Aber jemand, der den Weg gegangen ist, ist doch das beste Vorbild für alle anderen, die zu sagen, ja toll, wenn der oder die das kann, dann kann ich das ja auch. Das ist keine Zauberkunst, kein Hex-Hex, das ist einfach nur weiterkommen, machen, tun, an sich arbeiten, ja, verändern, was man will, seinen Weg gehen, Nein sagen lernen, das ist das ganze Spektrum, daher meine Bücher. Ja, ich liebe das, was ich tue, euch das rauszugeben. Meine Berufung sind die Katzen, die Homöopathie für Katzen, schon immer. Seit 23 Jahren mache ich das jetzt. Aber dieses entstanden durch den Irrsinn in dieser Welt und das, was ich selber mitkriege, diese Chance, die wir haben. Daher habe ich auch Bücher für Menschen geschrieben. Liebe dein Leben, lebe deine Träume. Übrigens schon eins meiner Erstlingswerke, wenn nicht sogar mein allererstes Buch, als ich noch klein, jung und richtig sexy war. Ja, das ist wirklich schon älter. Weil ich schon immer erkannt habe, wir alle können alles. Naturheilkunde, so wichtig, du willst so gesund werden. Naturheilkunde, darum bin ich Naturheilkundlerin, Homöopathen für Katzen. Die sind so lieb, voller Liebe, die sind einfach nur hier. Die geben Liebe. Und die Liebe ist und bleibt so ein großes Thema. Die Herz öffnen, seinen Herzensweg zu gehen, in Liebe zu sein, einfach nur, ja, lieben, nicht alles und jeden. Da könnt ihr mir eins glauben, bringt überhaupt gar nichts, macht gar keinen Sinn. Wenn alle liebenswert sind, gerne. Ich persönlich mache dann Stopp, ich liebe meine Katze und die wenigen Menschen, die es wert sind. Aber ich gehe positiv auf die Menschen zu. Diese Ausstrahlung, die kommt man sofort in der Regel zurück. Bei manchen ist Hoffen und Malz verloren, dann eben nicht. Aber wenn du Liebe in die Welt gibst und Fröhlichkeit, weil es dir so gut geht, erhöht doch die Schwingung. Das brauchen wir. Und die Essenz dieses Videos ist wirklich, genau das ist der Weg. Und noch etwas, was mir wichtig ist. Es musste jetzt passieren. Dieser Wahnsinn mit dieser Chance, wo wir jetzt eben mittendrin sind, es richtig gut zu machen. Diese Welt wieder positiv zu verändern. Und zu erkennen, es liegt an uns. Wir sind die Veränderung, die diese Welt verändert. Es musste jetzt passieren, weil es so arg, so weit fortgeschritten ist, dass mal richtig draufgehauen werden musste, weil so ging es nicht mehr weiter. Wenn das immer weiter ging, auf dem Level, wie wir jetzt waren, dann sind wir wirklich bald im Mini-Hamsterrad, nicht mehr im großen Hamsterrad, im Mini-Hamsterrad, absolute Maschinen, merken überhaupt gar nichts mehr. Überall sind Maschinen, Knopfdruck, Licht, Knopfdruck. Das ist kein Leben. Das ist nicht glücklich sein. Das ist nicht Liebe leben. Das ist nicht Träume leben. Das ist Maschine sein. Je mehr Maschinen, je mehr Industrialisierung, je mehr Geräte, umso weniger ist man Mensch. Umso mehr ist man abhängig und vor allen Dingen sind wir so weit weggekommen von der Natur. Genau da müssen wir auch wieder hin. Die Natur ist wundervoll. Die Natur lebt. Die Natur ist bunt. Die Natur ist Liebe und die Natur ist, boah, gigantisch. Die Natur kann alles. Darum bin ich auch Homöopathin und Naturheilkundlerin für Katzen. Ich weiß, was ist da für Möglichkeiten. Das noch am Rande.
Und noch ein Faktor, warum es jetzt passieren musste und nur jetzt passieren kann, ist das Internet. Nur dank Internet haben wir diese weltweite Vernetzung, Verbreitung, diese Mega-Möglichkeiten, Informationen aufzusaugen. Das haben wir wirklich dem Internet zu verdanken. Ohne Internet wäre hier eine Gruppe, die das erkennen, da eine Gruppe, die das erkennen. Und dann reist man vielleicht mal nach Rom und trifft eine andere Gruppe. So, das würde ja nicht ausreichen, ja? Oder Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern. Dank Internet. Und weil es so weit fortgeschritten war, das Negative, musste das jetzt passieren, konnte passieren. Und möglicherweise ist da so eine mega höhere Macht, die das alles gewollt hat, gesteuert hat. Wir wissen es ja alle noch. Gleichzeitig sind Menschen Menschen und wir wissen, was passiert ist, weil Menschen Menschen sind. Nichts Gutes insgesamt. Also sei ein Licht, sei Liebe, geh deinen Weg. Schau die Videos von den Menschen, die diesen Weg gehen. Es gibt so viele unterschiedliche, die auch eine unterschiedliche Basis haben. Da sind die Schamanen, die, die vorrangig über Manifestieren reden. Ganz, ganz viel zum Thema Dualseelen. Ja, auch Thema Liebe, Dualseelen. Boah, es werden immer mehr. Wundervoll. Alles Thema Liebe, alles Thema Herzensweg, alles neues Bewusstsein. Und die haben auch, weil sie es beruflich machen, wieder selber so viel Kontakte, darum sind deren Videos so wertvoll zu Klienten, zu Kunden insgesamt, dass sie dadurch andere hochziehen und auch selber merken, das Feld geht immer höher in dieses neue Bewusstsein. Und ich bekomme das in meinen Katzenberatungen auch mit. Es sind immer mehr Menschen, die erkennen, die Naturheilkunde ist der richtige Weg zur tatsächlichen Gesundheit. Also, ein richtig faktisches Video von mir, damit du erkennst, ja, wir schaffen das und das ist wundervoll, aber jeder von uns kann, darf und soll einen Beitrag leisten. Und wenn du keine Lust hast auf andere Menschen, egal wer, auf Öffentlichkeit, dann reicht es, wenn du für dich glücklich bist. Du allein in deinem Fleckchen Paradies, wo auch immer. Ohne Kontakt kannst allein durch dein Glücklichsein, dein Zufriedensein, deine Liebe die Energie erhöhen. Ist es nicht so wundervoll? Also ich finde das, für mich sind es immer noch spannende Zeiten. Ich bin super dankbar, dass ich in diesem Wahnsinn leben darf, in dieser Zeit geboren wurde. Ich bin super dankbar dafür, dass ich ein gewisses Alter habe, dass alles durchschaue, Erfahrung habe. Ich bin super dankbar dafür, dass meine Kindheit und meine Jugend anders war als die armen Kiddies und Teenies, die jetzt aufwachsen. Aber da sind die Eltern gefordert und der Zusammenschluss, die wieder hochzuheben, die da rauszuholen, ausdauernd nur Handy gucken etc. Also ich danke dir fürs Zuhören. Einfach weitermachen, es macht so einen Spaß. Bis zum nächsten Mal, liebe Grüße von Teneriffa. Deine Kiste.